Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute melden wir uns von einer der ersten Fahrten mit der neuen Stadtbahn Nord. Seit dem Wochenende werden ja die Linien S41 und S42 nach Mosbach und nach Sinsheim bedient. Es gab eine mehrjährige Verspätung und allerhand, was noch nicht so reibungslos läuft. Aber vor allen Dingen gibt es viele neue Haltepunkte in der Region. Und die schauen wir uns jetzt mal auf unserer Fahrt Richtung Bad Brüttelsdall und Gundelsheim an. Gleich 5 Haltestellen gibt es in Neckarsulm. Das heißt also, die Stadt ist optimal angebunden, nicht nur bis zum Bahnhof, sondern eben dann auch weiter zum Audiwerk. Und da verspricht man sich eine deutliche Entlastung der B27. Rund 140 Millionen Euro hat das gesamte Stadtbahnprojekt gekostet. Und dazu gehören natürlich auch die 17 neuen Waggons, die man hier angeschafft hat. Bis zu 244 Fahrgäste haben darin Platz. Und da lässt sich wahrlich komfortabel hier in die Innenstadt und hinaus in die Region reisen, wenn man denn angebunden ist. Es gab natürlich auch herbe Kritik in Sachen Weiterfahrt ab Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, denn der Zweig Richtung Sinsheim über Bad Wimpfen ist ja noch immer nicht befahrbar. Da kommen wir noch drauf. Aber interessant schon, wenn da einige der Bahn eine Blockadepolitik vorwerfen und wenn das gerade aus den öffentlichen Ämtern oder von den Pressestellen der Unternehmen aus der Region kommt, wo doch dort auch viele arbeiten, die eher im Nahkampf, im Abwehrkampf gegen die Öffentlichkeit ausgebildet werden. Und da ist auch nicht immer von einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit die Rede. Da muss man schon Glück haben, wenn einem bestätigt wird, dass am 1. Januar tatsächlich Neujahr ist. Also da sind einige noch bisher sehr, sehr defensiv und das erinnert eher an Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie wir es mal noch vor dem Mauerfall gekannt haben. Auch da gilt, man muss in die Offensive gehen, um zu überzeugen. Offensiv war man in Sachen Öffentlichkeitsarbeit nun wahrlich nicht, was die Weiterfahrt hier von Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, so heißt jetzt der Bahnhof offiziell, nach Bad Wimpfen und dann Bad Rappenau und Sinsheim angeht. Da hieß es ja noch bis vor kurzem kein Problem. Am 14. Dezember wird auch diese Strecke befahrbar sein. Der neuralgische Punkt ist ja der Brückenneubau in Bad Wimpfen. Da haben wir noch ein paar Archivbilder für Sie aufbereitet und gleich im Hintergrund wird man dann auch die Silhouette von Bad Wimpfen sehen. Aber nun wurde eben festgestellt, dass man doch nicht rechtzeitig fertig wird. Und das ist schon sehr, sehr dilettantisch, was da in Sachen Bauplanung, Bauumsetzung abgelaufen ist. Dass man erst jetzt feststellt, dass der Baugrund für diese neue Brücke nicht ausreicht, dass die Ingenieure noch einmal neu planen müssen, das ist ja schon ein Aberwitz. In anderen Ländern, da werden Kontinente mit kilometerlangen Brücken verbunden und hier braucht man für ein paar Meter Brückenbau mehr als 1,5 Jahre. Also wenn man daran denkt, wie früher die alten Römer Brücken gebaut haben, auf denen man heute noch fahren kann, dann ist das schon eine sehr, sehr schwache Leistung und auch dem Steuerzahler überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Und da haben alle versagt, auch die Bauüberwachungssysteme, die Planungen. Und wenn man immer wieder nur beschwichtigt wird und das heißt, ja, irgendwann wird es schon fertig werden, mit Sicherheit im Frühjahr, wer glaubt denn wirklich noch daran, dass dieser Zeitpunkt nun tatsächlich auch eingehalten wird? Mehr als eine Glaubensfrage ist es vor allen Dingen hier für die Bürger in Gundelsheim, was die Taktzeit der Stadtbahn angeht. Denn da hat man sich natürlich ein bisschen mehr versprochen und die Bürgermeisterin sagt ja auch, wir brauchen einen Halbstundentakt, damit sich das auch für uns lohnt. Und da wird man sicherlich in der Zukunft noch daran arbeiten müssen, weil natürlich die beteiligten Kommunen auch den jährlichen Zuschuss für diese Stadtbahn finanzieren müssen, gemeinsam mit dem Landkreis. Und der bewegt sich zwischen 2,6 und 3,5 Millionen. Und für diese Mittel möchte man natürlich auch einen entsprechenden Gegenwert, das heißt wesentlich bessere Taktzeiten und daran gilt es in der Zukunft noch zu arbeiten. Um politische Zukunftsfragen ging es ja in den letzten Wochen, vor allen Dingen für den Heilbronner Thomas Strobel. Und das war schon interessant, nachdem er angeboten hatte, dem designierten Spitzenkandidaten Guido Wolf, er würde als Landeschef eventuell weitermachen, wenn dieser ihn darum bitten würde, dann hat eben jetzt Guido Wolf gesagt, nein, Landeschef möchte ich auch noch machen. Das ist schon eine Ämterhäufung, die da der derzeitige Präsident des Landtages auf sich vereinigt. Manch
einem in der CDU passt das gar nicht, aber natürlich wird solch eine Kritik öffentlich nicht geäußert. Man möchte ja in Zukunft noch etwas werden. Ja, die Zukunft in der Landespolitik ist damit für Thomas Strobel sicherlich vorbei. Und das war auch ein ganz spannendes Thema für viele Premierengäste hier bei der Stadtbahneröffnung am Wochenende. Und jetzt darf man gespannt sein, was in den nächsten Monaten in dieser Vorwahlkampfzeit noch so alles aus dem Wolf-Lager zu vernehmen ist. Mit Spannung werden von den Bürgern in der Region die Haushaltsentwürfe aufgenommen und vor allen Dingen natürlich auch ganz genau unter die Lupe genommen. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig mit der Wortwahl sein. Wenn dort von Verlusten die Rede ist, dann handelt es sich meist nicht um Verluste, wie man sie vielleicht vom Buchhalterischen her kennt, sondern dann sind damit Zuschüsse gemeint. Das heißt also, aus den Steuermitteln finanzieren die Kreise, die Kommunen eben die öffentlichen Aufgaben, die von Belang sind. Man kann ja auch nicht sagen, dass ein Friedhof Verlust machen würde, sondern es sind eben Zuschüsse für Friedhofsbetriebe oder bei Kindergärten, Schulen oder Freibädern. Deswegen muss man, wie gesagt, da ein bisschen sensibel auch mit den Zahlen und Fakten umgehen. Das war auch der Fall mit dem Theater in Heilbronn, wo in der Drucksache drin stand, das Theater würde 8 Millionen Verlust machen. Da haben natürlich erstmal die Alarmglocken aufgeschrien. Dabei geht es natürlich nicht um 8 Millionen und es geht auch nicht um Verluste, sondern es geht um die Zuschüsse, die eben die Kommune gibt für den Theaterbetrieb. Und das Theater selbst, das bewegt sich ja exakt in seinem Rahmen im Budget, überzieht dieses Budget nicht einmal. Das war ja in der Vergangenheit auch schon anders. Also ist so etwas eher löblich und nicht zu kritisieren. Solche Zuschüsse sind wichtig eben für die Region insgesamt. Und sie zeugen auch von der Weitsicht derer, die sie erteilen. Und diese Weitsicht, die wünschen wir uns dann auch im neuen Jahr von dem einen oder anderen Mandatsträger noch etwas mehr. Das war's für dieses Jahr. Frohes Fest, guten Rutsch und bis 2015.